Otto Noger, Präsident von der Operette Siernach. Noch wenige Tage bis zur Premiere von Ball im Savoy. Wie hoch ist der Puls? Der Puls ist eigentlich ganz auf dem normalen Niveau. Noch nicht sehr hoch. Es fängt leicht an zu kribbeln, die Fingerspitzen werden warm. Aber ich glaube, in einer Woche wird das ein bisschen anders aussehen. Ihr spielt Ball im Savoy von Paul Abraham. Wieso habt ihr euch für das Stück entschieden? Das ist eine super tolle Revue-Operette mit sehr vielen modernen musikalischen Elementen für seine Zeit. Aber es ist auch eine sehr gesellschaftskritische Operette gewesen, dazumal. Schon fast entartet hat sie gegolten. Aber das ist dann auch Grund genug, in der heutigen Zeit die Aktualität wieder aufzunehmen und die jetzt auch neu aufzuführen. Uraufführung 1932, 3 Monate später verboten worden von den Nationalsozialisten in Deutschland. Es ist also ein brauner Hauch über dem Stück. Wie ist man mit dem umgegangen? Der Paul Abraham hat mir gehen, das stimmt. Ja, der ist nach Amerika ausgewandert. Und man versucht natürlich, den Brauch wieder irgendwie aufzunehmen. Aber grundsätzlich ist es nichts anderes als wirklich eine sonnige Operette, die ein bisschen zeigen sollte, wie das Leben spielen tut. Und auch wie Gesellschaftskritik in dieser Zeit auch ein bisschen umgegangen wird. Also, es muss drin vorkommen, aber es soll nicht tragend wirken. Hand aufs Herz, Operette im Jahr 2019, ist das noch zeitgemäß? Das finde ich absolut zeitgemäß, weil die Weisheiten, die gelten eigentlich über die Zeit hinaus. Und ihr werdet es sehen, es wird wieder so sein, dass auch wieder über Sachen von früher noch gelacht werden kann. Man kann auch darüber nachdenken und die Geschichte wiederholt sich. Eine markante Änderung ist ja der Dirigent Andreas Signer, ist das erste Mal jetzt mit dabei als Leitender. Warum hat man sich für ihn entschieden? Er ist ein junger, noch aufstrebender Dirigent. Er hat schon sehr gute Sachen gemacht. Er war schon dabei gewesen. Wir haben das Gefühl, er hat das Potenzial. Und das Potenzial ist am Anfang natürlich entscheidend, wenn man sich darüber versucht auszusuchen. Und mittlerweile zeigt sich, dass wir wirklich gut gewählt haben. Und bin mir sicher, dass er einschlagen wird. 25 Vorstellungen sind geplant, von jetzt bis in April rein. Wie läuft der Vorverkauf? Der Vorverkauf läuft erstaunlicherweise sehr gut. In der heutigen Zeit, wo alles immer kurzfristiger wird, könnte man eigentlich meinen, dass man erst später Tickets verkauft. Mittlerweile sind wir sogar ein bisschen voraus. Und das erstaunt uns, das zeigt aber auch, wir haben wirklich Erfolg damit. Auf was darf man sich ganz besonders freuen, wenn man schauen? Es ist, ich habe gesagt, eine Art Sonnenschein-Operette. Man kann reinsitzen, man kann es aufsaugen, man kann es geniessen, man kommt glücklich noch wieder raus. Es hat eine Oberei-Geschichte, wie das alle Operetten haben. Nicht wahnsinnig sehr viel geschichtlichen Inhalt, dafür doch immerhin sehr viel Gesellschaftskritik dabei und sehr viel Humor und Tanz. Und es ist das Vorgänger, sagen wir mal, Vorgänger-Operetten von den Rue-Sachen, die noch ins Musical übergegangen sind. Und die kann man einfach mit aufsaugen.